Willkommen zu Frequent Traveler TV. In der heutigen Ausgabe, ich weiß ja, sorry, als erstes Apology, wir waren glaube ich 10 Tage nicht online, lag an mir, weil ich mit dem Private Jet unterwegs war, nach Sao Paulo los war und Mario war in Goslar und in Ostwestfalen alleine und hat sich nicht getraut, ich weiß nicht, aber lass uns in die Themen einsteigen. Lufthansa First Class Lounge, ich habe sie für euch getestet. Am Frankfurter Flughafen ist wieder eröffnet. Man hat ein höherwertiges Angebot als in der Senator in der FTL-Lounge an Speisen und Getränken. Gibt sogar Cappuccino, fand ich äußerst spannend. Außerhalb des Verzehrs gilt immer noch, Frage ist wie lange. Liegt ja am Land Hessen in dem Fall. Lufthansa fliegt mit einer 747-8 nach Mallorca, mit einer A350 nach Mallorca. Das heißt also, ihr könnt First Class fliegen. Wir erklären euch, wie es geht. Dazu haben wir auch eine Zuschauerfrage. Dann die deutsche Nationalmannschaft fliegt nicht mehr mit der Lufthansa. Ist das ein Skandal, Mario? Naja, also vielleicht nicht ein Skandal, aber es wundert einen doch schon sehr, dass sozusagen der deutsche Nationalcarrier, der die Mannschaft ja 2014 auch aus Brasilien zurückgeflogen hat mit dem Siegerflieger, jetzt die deutsche Nationalmannschaft nicht mehr durch Europa fliegt. Ich finde es schon ein bisschen merkwürdig. Ja, also insofern schauen wir einfach mal. Dann Eurowings eröffnet eine Basis in Prag. CSA-Schwäche wird damit knallhart von der Lufthansa-Gruppe ausgenutzt. South African Airlines, die Airways. Airways, South African Airways. 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 Sind quasi aus dem Staatsbesitz rausgelöst worden, zumindest 51%. Heißt also ergo, dass wir da wieder viel Spaß am Cup haben unten. 200 neue Mittelstreckenflieger und Kurzstreckenflieger will United kaufen. Heißt also ergo, da ist wieder bei Boeing und bei Airbus das Rennen eröffnet. Die Themen, die wir für euch sonst noch vorbereitet haben. Was passiert mit Miles & More in 2022? Wir haben ja fast die Hälfte des Jahres rüber. Wir werden diskutieren, was da passieren muss, was da passieren kann. Dann die neue Lufthansa First Class ab 2022. Emirates entwertet die Meilen wieder, weil man, also in dem Bereich der First Class, weil es halt die Flüge teurer werden. Und dann, last but not least, sagen wir natürlich auch Hallo Ronald. Und Zuschauerfrage, ganz, ganz wichtig, Zuschauerfrage. Aber ihr wisst ja, wie immer, es gibt immer ein Intro. Das geht jetzt los. Wollen wir es losmachen, Mario? Machen wir. Willkommen zu Frequent Traveler TV und zu unserem Frequent Traveler TV Update live. Ich muss es ablesen, weil irgendwie nach 10 Tagen macht es mir Schmerzen. Vorher hat es mir auch Schmerzen gemacht. Ja. Ich habe auch die Seite mit Mario getauscht. Deshalb muss ich nach da zeigen, jetzt, wenn er da ist. Einfach nur als Effekt, damit ihr seht, was wir alles machen können. Ansonsten, mein Name ist Lars. Das ist Mario. Mario. Und wir sind da, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und mehr Status zu bringen und vor allem auch die News. Ganz, ganz wichtig, lasst ein Like da, ein Subscribe da und einen Kommentar. Das sind die Dinge, die ihr machen müsst. Jederzeit kommentieren und so weiter und so fort. Und wenn ihr die Sendung nochmal sehen wollt oder weil ihr zu spät eingeschaltet habt, auf YouTube werden wir das Ganze veröffentlichen. Und wir sind mit dem Werbeblock immer noch nicht durch. Nächstes Wochenende, am 18., 19., 20. in Tallinn, Vielfliegerwochenende. Heißt also, ihr könnt noch kommen. Wir haben 2 Plätze frei, glaube ich, können wir zusammenrücken. Tallinn gibt es ja keine Einschränkungen im Moment. PCR-Test ist auch nicht so wichtig. Insofern alles tippitoppi. Habe ich was vergessen, Mario? Ich glaube, das war ein guter, langer Werbeblock und auch die Themen vorher hast du, glaube ich, alle benannt. Ja, und wir fangen heute wirklich auch mal mit der Zuschauerfrage an. Und die Zuschauerfrage kam von Marcel. Der kommt bei dir aus der Ecke übrigens, Mario, aus Braunschweig. Wow. Na ja, gut, Braunschweig-Harz ist jetzt ist fast dasselbe. Und die Frage ist, wie kann ich First Class nach Mallorca fliegen? Und da denkt doch jeder erstmal, bist du bescheuert? Wie soll das denn gehen? Willst du es uns erklären? Außer du nimmst hier ein Private Jet oder sowas. Dann könnte das natürlich eventuell funktionieren. Oder aber man nimmt in der nächsten Zeit die Lufthansa und fliegt nach Mallorca. Denn dort sollen ja neben dem A350 auch die 747-8 eingesetzt werden. Das ist ja im Moment das
einzige Flugzeug der Lufthansa, die First Class an Bord hat und was auch im Einsatz ist. Und ja, insofern muss man genau gucken. Im Sommerflugplan ist die 747-8 eingeplant von Frankfurt, glaube ich, ne, nach Mallorca. Und da muss man dann genau darauf achten. Und dann kann man sich dort tatsächlich einen First-Class-Sitz holen. Man fliegt dann sehr exklusiv mit nur 7 weiteren, also 8 insgesamt vorne. Und der Lars weiß auch, was das so ungefähr kosten wird. Ja, im Prinzip, der Trick ist ganz einfach, ihr kauft euch ein Business-Class-Ticket, könnt dann euren Sitzplatz in der First buchen, geht aber für 1.000 Euro so roundabout, ist also schon etwas sportlich preislich, aber so würde es gehen. Ab Frankfurt ist richtig, weil da sind ja die 747-8er gebased, die 350er fliegen ab München. Lufthansa, das fand ich auch... Ab München die 350er, genau. Was ich geil fand, ist, dass die Lufthansa gesagt hat, hey, wir machen das, weil die Nachfrage so groß ist. Ich glaube, das ist die halbe Wahrheit, weil man will ja auch die Piloten wieder rezertifizieren oder wie das heißt. Also im Prinzip die Type Ratings wieder aktivieren und die Lizenzen. Und dann ist das halt viermal zu fliegen. Und im Moment werden ja die 321er Neos geflogen mit 215 Economy-Sitzen. Die nach Palma fliegen, bringt natürlich richtig viel Geld. Aber wenn man jetzt eine 747 nimmt, dann hat man Platz für 364 Passagiere. Insgesamt 8 in der First Class hast du ja schon ausgearbeitet. 18 in der Business, 32 in der Premium Economy und 244 in der Economy. Das heißt also, du hast sogar 4 Kategorien anstatt nur 2 im 320er. Datum, haben wir Datum? Datum 17., 24., 31. Juli und 7. August, jeweils hin und zurück. Ist der Flug mit der LH1152, LH53, das ist der Umlauf. Und da kann man halt einfach schauen. In München wäre es der Umlauf LH2658 und 2659. Habe ich das richtig alles gesagt? Wo ist das? Ich gucke mal bei dir auf. Ja, doch. Ja. Guck mal. Also wie gesagt, Lufthansa sagt, dass man 25 Prozent Steigerung hat. Also insofern, wenn man 215 mal 25% nimmt, ne, 25-fache, Entschuldigung, 25%, aber es 25-fache, dann könnte man ja auch vielleicht mehrere 380er täglich schicken. Ja, ich glaube, da wird sich der ein oder andere Pilot auch freuen, wenn er wieder mal auf der 380 ein paar Meter durch die Gegend fliegen kann. Nur ist die 380 ja nicht speziell dafür konfiguriert und gebaut worden, zwischen Frankfurt und Mallorca zu fliegen. Aber immerhin ist zumindest weiter als von Hamburg nach München. Ja, das ist in der Tat richtig. Ja, also wie gesagt, 25-fache, deshalb gibt es auch mehr Umläufe. Aber wie gesagt, die 747 zu fliegen ist halt ein Highlight. Und du hattest ja nochmal in Erinnerung gerufen, dass man ja auch schon nach Berlin mit der 747 geflogen ist. Aber Hannover Cebit habe ich mich dran erinnert. Sogar mit der Hannover, das heißt die alte Hannover, also noch als 747-400er. Hatte sogar, glaube ich, auch eine Cebit-Lackierung, wenn ich das, also so ein Aufkleber oder sowas, war das nicht so? Das kann sein. Ja, weiß das ich nicht. Das ist möglich. Aber ich glaube, auch Frankfurt-Berlin ist aber auch, glaube ich, die 400er immer nur geflogen, nicht die Striche-8er. Ja, das ist die, also das, wir reden ja von Zeiten kurz nach dem Krieg, ne, Währungsreform. Ja. Also, da, wo wir jung waren, hätte ich fast gesagt. Ja. Also du jung, ich jünger. Danke. Ja, ein bisschen Sozialkritik muss sein. Aber wie ist es immer im Leben? Das Schönste sind die Erinnerungen. Deshalb kann ich eben nur empfehlen, fliegt, damit ihr auch Erinnerungen habt. So. Ja, das war das zu dem Thema. Ich hoffe, ich habe vom Marcel die Frage in Braunschweig beantwortet. Wenn nicht, natürlich unten in die Kommentare wieder reinschreiben. Lasst uns ein Like da, lasst uns Kommentare da auf Facebook, auf YouTube. Also insofern, da freuen wir uns. Dann zum Thema weiter geht es. Lufthansa-Status, wie sieht das aus? Du hast ja dieses Jahr schon wieder Probleme mit Qualifikation, weil dein Flug nach Amerika irgendwie immer wackeligen Beinen steht. Angela trifft sich mit Joe am 15. Juli und du wolltest, glaube ich, am 14. fliegen, ne? Genau, das habe ich wunderbar terminiert. Ja, also wenn die Grenzen am 15. Juli aufmachen, habe ich ein Problem. Gut, ich konnte jetzt nichts machen. Ich habe den Flug schon im letzten Jahr für die Flüge, die ich im letzten Jahr machen wollte, quasi umgebucht.
Und war natürlich optimistisch wie so viele andere, dass das irgendwann in diesem Sommer klappt. Aber ja, die Gerüchte sagen vielleicht nach dem Juli, dass man den Feiertag dort noch alleine begeht und dann geht es weiter. Aber es wird auf jeden Fall ziemlich knapp. Und damit ist natürlich ein Teil der Requalifikation, wenn es dann tatsächlich nicht funktioniert, schon mal dahin. Dann bleibt eventuell noch ein paar dienstliche Flüge in die USA oder ein dienstlicher Flug in die USA und nochmal ein privater im Herbst. Aber dann wird schon knapp. Das heißt, ich muss dann noch irgendwas anderes tun, um den Goldstatus weiter zu behalten. Ja, also ich finde das ja auch spannend, wenn man sich das Ganze einfach anschaut, dass die Lufthansa jetzt ja auch diese Promotion fährt mit 5.000, 7.000 Punkten, je nachdem, was man fliegt, Kurzstrecke, Langstrecke mit Status und mit den Meilen. Also das heißt, die haben in der Tat schon Bedarf, dass die Leute fliegen, weil sie nicht fliegen. Sie merken es halt einfach, dass die Leute nicht fliegen wollen oder auch können. Und wie schaut das aus? Wird die Promotion, die es dieses Jahr gibt mit den halben Meilen oder andersrum gesprochen mit den doppelten Meilen, die man auf dem Flug bekommt, statusmäßig, wird das verlängert werden? Muss der Status für die Leute verlängert werden? Was passiert mit den Leuten, die ihn erflogen haben dieses Jahr oder zum ersten Mal sich qualifiziert haben? Das sind natürlich alles Themen. Hast du da irgendwas, wo du sagst, hey, jetzt zur fast Hälfte des Jahres habe ich da eine Meinung? Ja, ich meine, ich würde es natürlich schon freuen, wenn es weitere Kulanzregelungen geben würde. Ohne Frage ist das, was die Lufthansa dieses Jahr anbietet mit den doppelten Statusmeilen, der Umwandlung von Kreditkartenmeilen, also quasi Prämienmeilen, Umsatzmeilen, Statusmeilen, ohne Frage, alles sehr großzügig. Aber ich bin ja gewillt zu fliegen, ohne Frage. Meine Ziele liegen halt von Deutschland aus gesehen halt immer im Westen, also in den USA, in die andere Richtung oder wie du nach Südamerika oder Afrika geht's ja, aber das sind jetzt nicht so meine Ziele und dann habe ich natürlich schon Probleme, den Status dort wieder einzufliegen. Und aus der Sichtweise wäre man natürlich sehr dankbar über weitere Kulanzregelungen. Vielleicht müsste man denen, die tatsächlich ihren Status eingeflogen haben oder ihn zum ersten Mal eingeflogen haben, dann noch zusätzliche Benefits geben, damit es da zumindest einen kleinen Abstand zu denen gibt, die den Status ohne Fliegen vielleicht noch mal für ein Jahr verlängert bekommen. Aber im letzten Jahr hat man ja für diejenigen, für die ja ausgelaufen war, noch mal für ein Jahr verlängert. Es wäre durchaus gerecht für die, wo er dieses Jahr dann ausläuft, auch noch mal für ein Jahr zu verlängern. Das würde aber wahrscheinlich im Umkehrschluss bedeuten, dass die Neueinführung des Prämiensystems, also von Meilen hin zu den Punkten, wahrscheinlich nochmal ein Jahr verschoben wird. Und dann bleibt die alte Theorie, ob es dann überhaupt nochmal eingeführt wird. Aber da warst du ja der Sache immer auf der Spur. Ich habe ja mit wem gesprochen und man sagt mir, dass ich mit vielen Dingen leider recht hatte, auch indem man in den Clubhouse-Talks mir extremst widersprochen hatte. Das war für meine jugendliche Seele Balsam. Ja, es ist ein Problem und ich verstehe die Schwulitäten, um es mal sozusagen, die Lufthansa natürlich hat. Aber man sieht halt, dass selbst 2021 nicht das Jahr wird, wie man fliegen kann. Und deshalb gehe ich davon aus, dass man bei Lufthansa es nicht anders machen kann, als die Leute zu verlängern, die verlängert werden müssen. Und komischerweise sind natürlich jetzt alle, die auslaufen 2022 Februar, bis auf die, die sich requalifiziert haben, weil natürlich die 2021 ein Jahr dazugekriegt haben, sind bei 2022 hinzugekommen. Heißt also ergo, das einige natürlich wieder zweifach. Aber lass uns da jetzt nicht wieder von anfangen, ob jetzt Leute zweimal was gekriegt haben. Einmal ist halt sei gegönnt. Ja, manchmal hat man halt Glück und manchmal hat man halt mehr Glück. Also insofern muss man da halt ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ich glaube einfach, die Verlängerung der Aktion, schwierig, ob die nochmal kommt mit den Meilen, ob dieses doppelte Meilen kommt. Ich glaube eher, dass man da wieder mit Aktionen gezielt anfängt, die Leute anzufixen. Wobei ich natürlich auch nicht weiß, ob man in 2022 normal fliegen
kann. Wichtig ist, schreibt ihr eure Kommentare unten rein und sagt uns, was ihr davon haltet, damit wir da mal im Dialog gehen können und einfach mal schauen können, inwieweit wir vielleicht etwas übersehen haben, wo ihr sagt, hey, da müsst ihr auch nochmal drauf achten. Oder was wünscht ihr euch von der Lufthansa? Sagt einfach mal eure Sorgen, Ängste und Nöte, die ihr da habt. Ja, dann als nächstes Thema ist unser Lieblingsflug. Fluggerät, unser Lieblingsfluggerät ist die A380 und die Freunde aus Japan, All Nippon, fliegen wieder mit ihrer Maschine nach Hawaii. Das heißt also, ja. The Flying Honu, diesmal habe ich den Namen mir auch gemerkt, nicht so wie Daumen hoch, will man dann fliegen. Also insofern für den Fetischisten, für den A380 gibt es da bei den Japanern was. Es gibt bei Qantas was. Die Qantas haben die Kabine aufgerüstet. Bei der Lufthansa wissen wir es nicht. Und da sind wir auch schon beim nächsten Lufthansa-Thema. Ein gewisser Carsten S. aus München, Name der Redaktion bekannt, nicht geändert, lässt anscheinend im Lufthansa-Konzern prüfen, ob der 340-600er wiederkommen soll. Die vielseits geliebte Galeere heißt also ergo... Vielleicht ist der 380 bei Lufthansa nicht tot, denn Totgesagte leben länger. Ja, man weiß es nicht. Für dich wäre es ja ganz fantastisch als großer A380-Fan. Und ich meine, die haben sich ja auch noch nicht wirklich bezahlt gemacht, zumindest die meisten bei der Lufthansa. Die sind ja alle nicht wirklich alt. Und es wäre tatsächlich ohne Frage, auch wenn ich jetzt kein Riesenfan dieses Fliegers bin, natürlich sehr schade. Aber es wird davon abhängen, wie hoch das Passagieraufkommen tatsächlich wird. Bei den Japanern zum Beispiel von Japan nach Hawaii, das ist ja für die Japaner eine der wichtigsten Urlaubs. Kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass das auch wieder dauerhaft dann möglich ist. Die Japaner haben ja im Gegensatz zu uns das Glück, die dürfen in die USA rein. Völlig überhaupt nicht nachvollziehbar, aber gut, so ist es. Und insofern... Ja. Ja, aber nur, weil du Opfer jetzt bist. Also insofern. Ja, natürlich. Die haben aber drei davon, die Japaner. Werden denn alle drei wieder auf ihre Reise geschickt oder tatsächlich nur eine? Das ist eine berechtigte Frage. Auf jeden Fall. Schauen wir einfach mal mit den Schildkröten, die ja als Glück und Wohlstand dienen. Wenn nur einer geht, dann ist das vielleicht Glück und Wohlstand für die Route. Heißt also, dass die anderen beiden dann folgen. Wird in meinen Augen eine sehr, sehr coole Geschichte. Also insofern schauen wir einfach mal. Ja. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit für uns, wenn wir mit der Lufthansa nach New York fliegen und dann von New York nach Los Angeles mit dem Mint Studio und dann von Los Angeles rüber machen auf Hawaii und von Hawaii dann nach Japan mit der Flying Onu. Wäre natürlich auch mal eine coole Geschichte. Ohne Frage. Ja, dann das Flugzeug, was ich neben mir habe. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Ich hole es mal wieder vom Trolley runter. Ich fliege einfach mal durchs Bild. Ich muss wieder zurück. Entschuldigung. Nicht sehr elegant, tut mir leid. Und wie habe ich immer gesagt, wenn man Videoaufnahmen macht, nicht den Rücken zeigen. Aber nun gut, so ist das im Leben. Jetzt habe ich einen Vorgriff gemacht auf das Video vom Private Jet. Das wird auch kommen. Stay tuned, Tobias arbeitet daran knallhart. Ja, den 350er habe ich gezeigt. Warum? Ganz einfach, weil der 350er eine First Class bekommen soll. Und jetzt sagt ihr, 350er First Class? Ja, 350er First Class. Lufthansa hat ganz klar sich zur First Class bekannt. Christina Förster hat das ja gesagt. Man hat ja die Honda-Hütte wieder aufgeschlossen, also die First Class Lounge, FCT, also die First Class Terminal noch nicht. Aber es soll ein neues First Class Produkt kommen. Also einmal in die 747-8, die wird retrofittet, und in die A350. Weil wir hatten ja schon Schmerzen, weil wir dachten, beim 340-600 ist die First Class weg, beim 380er ist die First Class weg. Lufthansa hat also nur noch 19 Maschinen mit einer First Class und das sind die 747-8er. Aber nein, Lufthansa sagt, wir machen es. Haben wir denn schon was gehört, wie die First Class aussehen soll im 350er oder in der 747-8? Naja, du guckst wie ein ertappter Schüler. Ja, im 350er soll sie ja recht klein werden, wie man sagt. In der 747 bleibt sie hoffentlich bei den 8 Sitzen.
die eine Reihe, die geplant ist bei der beim A350, ja, muss man mal schauen, wie das dann tatsächlich aussieht. Ich persönlich habe noch keine Produktbilder gesehen. Ich weiß nicht, ob du da schon mal irgendwo etwas gesehen hast, wie sie denn aussehen könnte. Hätte ich etwas gesehen, hätte ich nichts dazu sagen dürfen, weil jeder da quasi erstmal einen Stapel Papier unterschreiben muss. NDA als Fachbegriff heißt also, wer was sagt, wird erschossen und hat vorher all sein Geld verloren und seine Familie auf die nächsten 25.000 Generationen verschuldet. Also insofern weiß ich nicht. Aber ich glaube, da zumindest sagen zu können, dass man wahrscheinlich der Malaysia folgt, die ja auch im 350er eine Viererkabine hat, also das heißt 1-2-1. Und diese 1-2-1 ist halt eine geschlossene Suite. Und also da sowas wird auf jeden Fall kommen, weil das der Markt mittlerweile will. Und ich bin ja in Sao Paulo gewesen, bin hingeflogen extra mit der Swiss, zurückgeflogen mit der Lufthansa, um nochmal wirklich direkt den Vergleich zu machen. Und der Vergleich ist halt so ausgefallen, dass die Swiss leider geiler ist. Und die Kabine kannst du zumachen. Also ich finde dieses modulare Konzept, ja, ist einfach, sorry. Wir waren alleine in der Lufthansa First Class. Das war schon ein sehr geiles Gefühl. Kam ehrlicherweise an den Private Jet, den wir hatten, die Global nicht ran, logischerweise. Aber es ist Leiden auf hohem Niveau, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Und wenn man zu zweit ist, ist das auch alles tipptopp. Aber wenn man überlegt, man ist zu 8 Personen, 3 auf der linken Seite, 3 auf der rechten Seite, 2 in der Mitte, das ist dann nicht so privat. Und da ist das in der 777 bei der Swiss natürlich wesentlich besser, weil man es halt zumachen kann. Also insofern glaube ich auch, dass man da wirklich in ein geschlosseneres Konzept geht. Und wenn es auch nur eine Reihe ist, finde ich eigentlich gar nicht schade, weil ich finde es besser, dass man eine kleine, feine First Class hat, die auch wirklich als First Class positioniert ist im Vergleich zu einer Business Class. Heißt also ergo, dass man da der Unterschied ist der Service, weil wenn wir mal gucken, die Lufthansa Business Class ist ja schon einiges mehr bekannt. Da gibt es ja Sitze, die sind 2,20 Meter, das ist ja dann diese Business Class Plus oder wie man es nennen will. Die ist fast schon größer als die jetzige First Class. Heißt also mit den 2 Metern bei der Swiss, bei der Lufthansa sind es ja auch 2 Meter irgendwas knapp gefühlt. Und also ich finde es so besser, als dass gar keine da ist. Aber wir müssen natürlich auch mal sagen, die Lufthansa muss Gewinn machen. Sag du jetzt mal was. Ich habe so lange jetzt monologisiert, wie das so schön heißt auf Österreichisch. Ja, nein, da gebe ich dir schon recht. Vor allen Dingen muss die First Class natürlich insofern auch ein bisschen aufgewertet werden. Wenn in den nächsten Jahren tatsächlich auch die neue Business Class der Lufthansa kommt, muss der Abstand ja auch wieder ein bisschen größer sein. Denn die jetzige Business Class mit der 222-Konfiguration zum Beispiel in der 747-8 oder halt 2-2, wenn man oben sitzt, die ist natürlich so nicht mehr zukunftsfähig. Hatten wir auch schon relativ häufig das Thema, dadurch, dass man ja keinen direkten Gangplatz oder Gangzugang hat bei vielen, zumindest bei denen, die am Fenster sitzen. Das soll sich ja ändern mit der neuen Business Class. Die Bilder, die man bereits gesehen hat, lassen einen ja ein bisschen hoffen, dass die Lufthansa da so ein bisschen den Anschluss an die anderen großen Carrier findet. Und dann muss natürlich auch die First Class einen Schritt nach vorne machen. Ansonsten wird der Unterschied einfach zu klein sein. Und da gebe ich dir schon recht, da ist so ein Produkt, wo man sich sozusagen ein wenig zurückziehen kann, sicherlich nicht verkehrt. Ja, ganz wichtig, also da muss ein Produktupgrade sein. Du hast ja richtig gesagt, es muss halt diese Gap muss auch da sein zum Mehrpreis bei der First Class im Vergleich zur Business Class. Also insofern, ich bin da sehr, sehr positiv, dass die Lufthansa da wieder etwas Tolles hinstellt, weil wir ja festgestellt haben, die Lufthansa hat verstanden. Du schaust so aufgeregt. Ja, und das wird dadurch natürlich... Ja, nein, vor allen Dingen hat es dann auch wieder eine gewisse Exklusivität und damit lohnt es sich ja vielleicht für den einen oder anderen Kunden, der bewusst sich auch dafür entscheidet, die First Class zu buchen, diese dann letztlich auch tatsächlich zu buchen. Und
nicht nur so aus Verlegenheit vielleicht mit einem Meilen-Upgrade, sondern wenn das was richtig Gutes, Exklusives ist, bekommt man da wahrscheinlich auch eine entsprechende Kundenklientel. Ja, also ich glaube auch, dass die Kunden das lieben werden. Man muss natürlich immer sagen, hey, für meinen Junkies wie dich und mich, die wir entweder nur bei Specials da reinbuchen oder bei bei meinen Schnäppchen, hätte ich fast gesagt, also das heißt bei meinen Tickets, sind wir natürlich nicht die Zielgruppe. Und wenn man halt die Auslastung sieht, und ich bin in der letzten Zeit sehr viel First Class geflogen, sie wundern sich über den niedrigen Preis. Natürlich, weil es ein geiler Preis war, war es schon erschreckend, dass trotz des niedrigen Preises die Leute halt nicht geflogen sind. Und ja, ich kann da Alexander auch nur zustimmen, dass er da, ja, dass wir da halt sehr gespannt sind. Und schauen wir einfach mal, was da kommt. Schreibt auch wieder Alexander einfach rein in die Kommentare und dann schauen wir mal, was wir von der First Class halten. Ich kann es immer wieder nur noch sagen. Wir haben jetzt genug über die Lufthansa, glaube ich, gesprochen, Mario. Ja. Wollen wir zu Emirates gehen? Ich denke auch. Wollen wir mit Emirates? Ja, das ist mehr so dein Thema. Emirates ist mehr so dein Thema. Ich bin ja mehr so wieder der United-Fan. Oder nicht Fan. United-Fan. Ach so, okay. United. Oh. Da, wo die Leute verprügelt werden. Die mit dem Boomjet fliegen wollen. Willst du was zu United sagen, bevor ich was zu Emirates sage? Nee. Oder? Sag du erstmal was zu Emirates. Und dann sagst du was zu United. Ja, also Emirates Skywards als Platinum und Emirates Aficiando ist es halt so, dass im Moment da natürlich sagen muss, dass die Emirates sehr stark abgebaut hat, was das Meilenprogramm angeht. Alaska-Meilen kann man nicht mehr zur First Class bei Emirates nutzen, also diese Geschichte geht nicht mehr. Jetzt hat man auch wirklich noch den Flex-Tarif gekillt, heißt also, es gibt nur noch den Flex-Plus-Tarif ab Juli. Ist halt da etwas teurer geworden für uns und es gibt halt wirklich den Flex nicht mehr, diese billige Variante. Und das war auch der letzte Tarif, wo One-Way also auch mit dem Return-Flug vom Preis her gleich waren, also keine Bestrafung ist. Jetzt gibt es nur eine Bestrafung, wenn man One-Way fliegt. Heißt also, wenn man zum Beispiel als Beispiel eine Strecke nimmt von Frankfurt nach Dubai, 35.000 Meilen mehr durch die Änderung, das ist ja schon mal etwas, was in meinen Augen sehr, sehr viel ist. Und ja, diese Prämienflüge werden halt bei Emirates verteuert und daran sieht man halt auch, dass Emirates natürlich an die Zeit danach denkt. Man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, dass Emirates auch immer Deals raushaut. Also da sind schon Flüge ab 2.000, 3.000 Euro zu bekommen nach Asien über Stockholm und andere Titelaspiranten. Also insofern das zur Emirates. Nachdem ich über die Gulf Airlines geheult habe, muss ich jetzt einmal über eine Gulf Airline ja nicht mehr heulen. Und zwar, das ist Qatar Airways. Deshalb hole ich die App gerade auf meinem Ding raus. Und die Leute sagen ganz einfach, wo ist es? Dashboard, er lädt, aufpassen. Der Platin wurde verlängert. Da Wahnsinn. Muss man natürlich sagen, tippitoppi. Und jetzt haben sie noch eine geile Sache gemacht. 2017 bin ich ja in Dubai abgeklemmt worden von Qatar Airways. Man hat auch die Meilen, Q-Miles und alles, was man hatte, habt ihr ja gesehen, wieder reinstated. Das heißt also, alles, was verfallen ist, ist wieder da bis zum 31.12.2021. Ist über ein halbes Jahr, hat man Zeit, mit den verminderten Werten nochmal den Status zu erfliegen. Finde ich eine coole Geschichte. Ist natürlich für Emirates auch wieder etwas Konkurrenz, weil Qatar wirklich wieder nach Dubai fliegt. Also so geht es. Qatar geil bei den Preisen, Qatar geil bei den Flugplanungen, Flugrouten während der Pandemie, during the pandemie. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade auf Englisch umschwenken wollte. Du hast deine Brille guckte mich so an, dass ich auch Englisch sprechen musste. Hey, sorry. Ich denke in vier Sprachen parallel, es tut mir natürlich. Leid. Natürlich. Ich teste gerade von Apple den M2X-Chip. Habe das Software-Update eingefahren. Nein, also wie gesagt, das ist der Standard und das ist das, was es da gibt. Hast du denn mal bei United jetzt wegen den Flugzeugen geschaut, hätte ich fast gesagt, mit den 200 Flugzeugen, was es damit auf sich hat, Mario?
Ja, United hat ja im vergangenen Jahr schon etliche Flugzeuge unseres Lieblingstyps bestellt, nämlich der 737 Max, und hat da nochmal deutlich nachgelegt und will nochmal zusätzlich zu den schon georderten 188 Exemplaren nochmal jetzt, wie du schon gesagt hast, 200, aber nicht ausschließlich 737 Max, sondern 150 737 Max in verschiedenen Varianten nochmal bestellen und dazu immerhin nochmal 50 Airbus A321 Neo. Da hatten sie ja letztes Jahr auch schon welche bestellt in der XLR-Version, soweit ich weiß, ne? Und ja, 150 Max, 50 A321 Neo macht zusammen 200 zusätzliche Flugzeuge. Das ist schon ein ganz schöner Hammer für eine Fluggesellschaft. Und dann, ich weiß nicht, das Thema hatten wir ja noch nicht, wollen Sie ja auch diese 50 Überschalljets bestellen der Firma Boom, von denen wir noch nicht mal wissen, ob sie überhaupt in die Luft kommen. Also irgendwie hat United in den nächsten Jahren ordentlich was vor, scheint mir. Ja, das Problem ist aber bei dem Boom-Geschichte, den Überschallknall kannst du ja nicht überlisten. Also ich meine, ich war nie in der Physik der Hellste, gebe ich ganz offen zu. Gab da Leute, die mehr Plan hatten, aber irgendwie habe ich verstanden, Überschallknall ist halt etwas, was halt passiert durch die Kompression der Luft und das ist halt so. Das kannst du halt nicht umgehen und die wollen das bei Boom machen und ich weiß auch nicht, wie die das dem Boom, wobei der Name Boom ja auch geil ist. Boom heißt ja Knall, ne? Also Ja, Boomer ist Knall, genau. Also, Dann vor macht allen es Dingen, Boom. genau, Boom. Ja, kannst einen Song für schreiben, da machte es Boom. Gibt es da nicht einen, der hat es Bums gemacht? Nee, weiß ich mal. Das ist eine deine Zeit. War nur gut. Ich bin nicht so textsicher. Ja, auf jeden Fall, dass man den Überschallknall loswerden will und dass der Boom einen Boom auslöst. Aber ich denke nicht, dass das so prickelig sein wird, weil 88 Leute können ja maximal in die Boom rein. Und damit ist das dann doch wieder sehr limitiert. Und billig wird es auch nicht, weil wir haben ja gelernt, dass der Treibstoffverbrauch sich, wie heißt das so schön, so wie der Coronavirus. Tangential. Genau, der Coronavirus ist Ding. Ist das tangential? Nee, das ist ja, genau. So ist es Ja, halt. auf jeden Fall, ihr wisst, was wir meinen. Genau. Schreibt einfach in die Kommentare, was es ist. Frank Frischka sagt übrigens, dass du ein tolles Hintergrundbild hast. Ja, danke. Das harmoniert auch mit seiner Frisur sehr schön. Also insofern, Genau. ich habe hier einfach hier Schrankwand hinter mir. Und eigentlich hätte ich auch, ihr könntet auch den 350er sehen, aber das Problem ist, dass mein Kollege quasi das Bild zur Hälfte wegnimmt. Deshalb kann ich mich auch Ja, einfach immer bin mal ich einmal. schuld. Ja, natürlich, warte, ich mache das mal jetzt so. Siehst du, jetzt siehst du auch die Bude. 350. Dann nehmen wir wieder den Mario dazu. Jetzt ist er auf der anderen Seite. Ich gehe wieder zurück. Wir machen wieder ein bisschen Switch und dann bin ich wieder auf der richtigen Seite. So einfach ist das hier im Leben. Ja, also wie gesagt, mit dem Boom und Frank hat auch richtig gesagt, das dürfte nur über dem Meer erlaubt sein und das wird das Hauptproblem sein. Und dann halt, wie gesagt, vierfacher Treibstoffverbrauch bei der Geschichte. Also insofern sehe ich das Ganze kritisch. Warum ist es Du übrigens so, dass die weißt, United. Ja, Entschuldigung. dass die ja insbesondere die Boom also sozusagen ökologisch fliegen lassen wollen mit nachhaltigem Treibstoff. Und die soll tatsächlich auch eine Genehmigung bekommen für den Überschallflug über Land, weil durch die aerodynamische Konstruktion der Überschallknall nicht wahrscheinlich dieselbe Dezibelanzahl haben wird wie der Concorde. Also Genau. nur, Schauen wir mal. das war's. Nein, also Nur so sozusagen. ja, ich wollte das eher nicht sagen. Ich glaube, bei euch hat es gerade geklingelt. Genau. kommt die Nachbarin. Ja, so So ist das wohl laut an hier der. wegen des Ja, was willst du Überschallknalls. machen? Ne? Also es ist halt, wenn du in der Kabine bist. Ne? Nein, also ich habe es nicht erwähnt, weil ich ehrlicherweise das auch mit dem Tra also die nehmen vierfachen Sprit und das ist halt etwas, wo ich dann an der Ökologie und Ökonomie und so weiter zweifle. Also insofern bin ich da etwas gehemmt. Noch ein Thema. Wir hatten ja am Anfang gesagt, ist es ein Skandal, wenn die Nationalmannschaft nicht mit dem eigenen Carrier anfliegt?
Und da hattest du ja wissen wollen, wer mit wem fliegt. Und zwar die Portugiesen als Titelträger fliegen. Ah, okay. Ich wollte es jetzt einfach therapeutisch durchgehen, aber die Russen fliegen natürlich mit der Aeroflot. Die Schweizer flogen mit der Swiss zuerst und dann mit später, also 320, dann 330er. Dann geht es weiter. Es gibt auch eine, die mit Eurowings geflogen ist. Wer ist denn mit Eurowings geflogen? Dortmund. Nein, das ist die deutsche Nationalmannschaft nach Nürnberg. Dann die Österreicher fliegen natürlich mit der Austrian. Ja. Die dann das dänische Team, nein Quatsch, Gruppenspiel in Bukarest mit den A23 dänischen Chartern, wir Sunclass, so geht's weiter mit den Österreichern. Dann die, das war ja eigentlich der erste, der so einen Skandal ausgelöst haben, das waren die Belgikis. Es gibt ja bei der Brussels eine Maschine, die ausgestattet ist und quasi lackiert ist für die Nationalmannschaft, aber die haben mit Classjet quasi den Tarif unterlaufen. Also aus Litauen, ja, nicht weit weg von mir. Ja, ja, finde ich spannend. Also das mit dem Tarif, das finde ich, wobei, aber da kann man ja auch bei der Eurowings streiten, weil die Eurowings ist ja auch jetzt nicht wirklich so dafür bekannt, dass sie Tariflöhne bezahlt, beziehungsweise da einfach tarifiert. Dann die Türken fliegen natürlich mit den Türken. Wenn die Dänen das schaffen, dann fliegen sie mit Danish Air Transport mit einer MD 83, also quasi schon mit einer Retro-Maschine. Ja, ich wollte es gerade sagen. Das sind so die Sachen, die man machen kann. Aber man vermutet übrigens auch bei der deutschen Nationalmannschaft, dass nicht nur die Eurowings, die nach Nürnberg zur Verfügung stand, sondern auch, dass man mit einer Embraer fliegen möchte, und zwar mit einer E190 von German Airways. Ja, Wahnsinn. Das war das. Schreibt doch einfach auch hier wieder, wenn ihr der Meinung seid, Deutschland soll mit dem Siegerflieger oder mit der Fanhansa fliegen. Und was war noch alles die Lackierung? Ich glaube, das war Siegerflieger. Siegerflieger und Fanhansa, ja. Genau, die sollen mit Lufthansa fliegen. Eurowings ist schon wieder quasi Gotteslästerung. Oder ist das eine Firma? Ja. Wie seht ihr das? Also seid ihr der Meinung, dass man Lufthansa fliegen muss? Weil die Lufthansa ja auch quasi mit Bayern München das aufgekündigt hat, weil man sagt, man ist jetzt internationaler unterwegs. Man Lufthansa ist halt deutsche Lufthansa und nicht bayerische Lufthansa. Deshalb hat man ja Bayern München quasi da rausgenommen, ist auf DFB-Ebene gegangen. Aber hat das dann jetzt irgendwie, ich will nicht sagen verkackt, aber auch da nicht geschafft. Ein bisschen, ja. Ja, also wir sind gespannt auf eure Kommentare hier unten. Und was wollten wir noch sagen? Wollten wir noch irgendwas sagen? Mario, wolltest du noch was sagen dazu? Nö, ich meine, lass sie mal fliegen. Lass sie mal fliegen und mal schauen, ob sich die German Airways sozusagen als Maskottchen und als Glücksbringer dann eignet. Schauen wir mal. Mhm. Ja, und ihr wisst ja, wie immer, wir sind übrigens jetzt gerade, ich schau mal, 40 Minuten 28 am Start. Und das ist doch mal wieder eine nette Geschichte. Nach so vielen Tagen können wir da dann ja auch mal drauf eingehen. Wichtig ist, wir schließen immer ab mit dem RKI, was ab dem 13.06., also ab morgen, wieder neue Virusvariantengebiete ausweisen würde, was sie aber diesmal nicht tun, weil es keine gibt. Dann neue Hochinzidenzgebiete, das ist Malaysia, Mongolei, Namibia und Sri Lanka. Neue Risikogebiete sind, also quasi, weil sie runtergestuft worden sind, sind Portugal und Spanien. Und von Hochinzidenzgebiet zu einem Risikogebiet herabgestuft worden, Georgien, Katar und Mexiko. Die waren alle zuvor Hochinzidenzgebiete. Und die nicht mehr als Risikogebiete gelten, sind relativ viele geworden. Heißt also, USA zum Beispiel ist kein Risikogebiet mehr. Also das ist ganz wichtig für dich, Mario. Ja. Schweiz, die Kantone, Montenegro, Moldau, Kosovo, Kanada, Bosnien, Griechenland, mit allen Gebieten, Aserbaidschan, Ukraine, Serbien. Also da sind in meinen Augen einige Lichtblicke. Was heißt es? Wir können alle reisen, natürlich mit der gebotenen Vorsicht. Erinnere nochmal an das Vielfliegerwochenende hier in Tallinn vom 18. bis zum 20. Schreib mir einfach eine Nachricht. In den Socials unten auf YouTube seht ihr dann die Kontaktmöglichkeiten. Und da können wir dann einfach mal gechillt
schauen. Aber wir haben 40 Minuten geredet, das reicht ja eigentlich, ne? Ja, wir sollten da jetzt mal unsere Zuhörer nicht überanstrengen. Wir kommen ja bald wieder, keine Frage. Genau. Also heute kein Director's Cut. Und ganz wichtig, wer es jetzt durchgehalten hat, muss uns ja irgendwie gemögt haben, geliked haben. Gemögt, heißt, haben, ja, gemögt haben. Du hast uns gemögt. Mögen Sie uns jetzt. Also, ein Like, ein Subscribe und natürlich einen Kommentar da lassen. Das sind die drei Dinge, die ihr tun müsst. Ich sage von meiner Seite aus Danke, Mario. Sagst du auch Danke oder bist du einfach? Ach ja, ich sage auch Danke und ein schönes Wochenende, falls ihr es noch vor dem Wochenende seht. Und ansonsten einen schönen Wochenanfang, eine schöne Wochenmitte oder ein schönes Ende der Woche, wenn ihr es erst etwas später auf YouTube seht. Wobei wir natürlich in der Wochenmitte wiederkommen wollen. Vielleicht kommen wir Dienstag, Mittwoch wieder, ne? Natürlich. Oh, wer weiß. Man kann sich da nie sicher sein. Wir wissen es nicht. Wir machen es zwar spontan dann, wenn wir Lust haben, dann, wenn wir den Drang haben, mit euch zu kommunizieren, zu reden. Den haben wir eigentlich immer. Eigentlich vermisse ich Clubhouse schon so ein bisschen jeden Abend, aber wir haben es nicht durchgehalten. Wir waren zu schwach. Ja, naja, jeden Abend war einfach, die Bürde war zu stark. In dem Sinne, bis zur nächsten Folge von Frequent Traveler TV und tschüss. Danke, dass ihr dabei wart. Liken, subscribe, ciao. Kommentieren.